Hey, meine lieben Blubberfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Ankas Geblubber. Bitte entschuldigt meine Aufregung, ich bin gerade so ein kleines bisschen hibbelig, denn heute ist Samstag, heute spielt der VfB Stuttgart mal wieder. Eigentlich bin ich kein so großer Fußballfan, aber was unsere Mannschaft hier im Süden so treibt, das schaue ich mir dann doch ganz gerne an. Mein Bruder ist zum Beispiel ein ganz großer Fußballfan und eigentlich bin ich auch in einer Fußballfamilie groß geworden, sodass ich doch so ein kleines Stückchen meines Herzchens immer dem Fußball schenke ab und zu. Zumindest habe ich da heute mal reingeschaut und war total entsetzt, als ich festgestellt habe, dass es nach 20 Minuten oder so stand schon 0:3 für den VfB. Also Leverkusen hat mit 3:0 geführt. Jetzt gerade eben hat der VfB doch tatsächlich den Ausgleich geschossen. Es steht 3:3. Ich bin total glücklich und kann es gar nicht fassen. Ich glaube, ich träume vielleicht, aber Thema Träume, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Ich möchte mich bei euch bedanken für euer tolles Feedback zu meinem neuen Blubber-Projekt. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, das Blitzgeblubber. Ich fordere mutige Autoren zu einem Blitzgeblubber heraus. Sie müssen mir blitzschnelle Fragen beantworten und zwar genauso blitzschnell. Das war jetzt sehr viel Geblitze. Es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich hatte einen ganz, ganz, ganz tollen, großartigen Premierengast, der sich als allererster ganz, ganz mutig meine Fragen gestellt hat und zwar Arno Strobel. Wenn ihr wissen wollt, wie der berühmte, bekannte Thriller-Autor so tickt und zwar unter Zeitdruck, dann klickt doch mal auf das Video, das ich euch direkt an erster Stelle in der Infobox verlinke. So, jetzt geht's aber direkt über zu meinem Lesemonat September, darum soll es heute gehen. Ihr habt schon in der Unterschrift gesehen. Ich bin ein bisschen spät dran, bitte entschuldigt das, aber in den letzten Wochen war einfach so viel los, dass ich einfach nicht vorher dazu gekommen bin, dieses Video zu drehen. Jetzt ist es aber soweit und ich möchte euch meine Maul-Leseausbeute präsentieren. Eigentlich dachte ich, dass der September für mich ein wahnsinnig erfolgreicher Lesemonat werden wird, denn ich hatte im September Urlaub und normalerweise lese ich im Urlaub sehr viel. Aber diesen Monat, beziehungsweise diesen September, war dem leider nicht so. Trotzdem bin ich auf insgesamt 5 Bücher gekommen. Wie viele Seiten das jetzt genau sind, habe ich noch nicht ausgerechnet. Ich schreibe es euch jetzt hier mal direkt hin, wie viele Seiten ich gelesen habe. Ihr könnt erkennen, es sind 5 Bücher, aber die Seitenanzahl ist nicht ganz so hoch, denn es haben sich 2 kleine Bücher dazwischen gemogelt. Aber ja, ihr werdet das jetzt sehen. Ich zeige sie euch jetzt. Ah, vielleicht noch ein bisschen was zum Hintergrund. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich jetzt hier bin, warum ihr einen komplett anderen Hintergrund seht. Für mich ist es auch ganz ungewohnt. Das liegt zum ersten daran, dass ich ein neues Stativ besitze und einfach gedacht habe, Mensch, jetzt bist du ein bisschen flexibler, was die Location angeht, wo du drehst und deswegen probiere ich einfach mal neue Sachen aus. Ich stehe hier gerade vor meinem kleinen Bücherregal und das Licht scheint hier gerade so schön rein. Ich dachte, das passt ganz gut. Gebt mir doch mal ein Feedback dazu, ob euch dieser Hintergrund hier gefällt. Und ja, für mich ist es auf jeden Fall sehr praktisch, weil ich stehe jetzt mal vor der Kamera. Ich bin so ein bisschen mobiler und fühle mich auch ein bisschen wohler, als wenn ich die ganze Zeit nur sitzen würde. Dabei ist mir übrigens immer ein Bein eingeschlafen. Das habt ihr gar nicht mitbekommen. Das habe ich immer schön brav rausgeschnitten oder die Pobacken zusammengekniffen, ja. Jetzt passiert das hoffentlich nicht. Ich stehe jetzt hier und zeige euch meinen Lesemonat September. Begonnen hat mein Lesemonat September mit diesem Buch. Es ist ein bisschen ungewohntes Format. Jetzt könnt ihr erkennen, was auf diesem Buch steht. Ich habe ganz überraschend Buchpost bekommen. Auf dem Umschlag stand drauf, heute schon Verkehr gehabt. Ich dachte so, wer schickt mir denn solche Post? Ja, die Damen an meinem Postfach, die Postmitarbeiterinnen haben schon ein bisschen merkwürdig geguckt. Ich habe mich erst gewundert, wieso gucken die mich so komisch an, bis ich dann auch diese Frage auf dem Umschlag entdeckt hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses Buch kam zum Vorschein. Es ist ein Gedichteband von Jennifer Hilgert, die mich ganz doll mit dieser Post überrascht hat und mir eine große Freude gemacht hat. Denn eigentlich bin ich nicht so der poetische Typ. Ich kann mit Gedichten ganz, ganz wenig nur anfangen, vor allem wenn sie sich nicht reimen. Also das ist irgendwie, ich hatte da nie so eine Ader, nie so ein Gespür für. Ich habe den Deutschunterricht sehr geliebt, aber wenn es ums Gedichte ging oder um deren Interpretation, da habe ich dann immer gerne abgeschaltet. Weil wie sollen wir denn jetzt überhaupt wissen, was sich der Dichter damals gedacht hat, vor 1000 Millionen Jahren, als er das Gedicht geschrieben hat? Im Endeffekt wahrscheinlich hat er auch nur eine Flasche Wein getrunken und ein bisschen was runtergeschrieben und wir interpretieren da jetzt die größten philosophischen Aussagen rein. Ich komme vom Thema ab, es geht um Dichtverkehr. So, Jennifer Hilgert hat hier, das ist ihr erstes Buch, glaube ich, das sie veröffentlicht hat. Und ja, es ist eine Gedichtesammlung, wie ich schon sagte. Und
ich bin einfach nicht so der Gedichte-Typ. Trotzdem war hier ein Gedicht dabei, was mir richtig gut gefallen hat. Und zwar, ich guck mal, ob ich das jetzt... Ja, genau, ich finde es hier direkt. Es heißt Die Bandlung der Buchstaben. Und da geht es darum, dass einfach ein bisschen mit den Wörtern gespielt wird. Es werden einzelne Buchstaben vertauscht. Und sowas gefällt mir, wenn man sich so näher mit Wörtern beschäftigt. Ja, das hat mir richtig gut gefallen. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Aber ansonsten war das nicht so ganz meins. Ihr könnt euch das Buch gerne mal anschauen. Dichtverkehr, Jennifer Hilgert, von kleinen und von großen Gedanken. Weiter ging es für mich mit diesem kleinen Büchlein. Ihr seht es von der Größe. Es ist ganz klein. So eine Mini-Ausgabe von Scary Harry, Fledermaus frei Haus, geschrieben von Sonja Keiblinger. Ihr kennt vielleicht die Scary Harry-Reihe. Die ist im Löwe Verlag erschienen. Und dies Büchlein hier, es kostet bloß 2,95 Euro, beinhaltet die Vorgeschichte. Hier erfahren wir, wie Otto zu seiner Halbgeister-Fledermaus gekommen ist. Und ich liebe dieses Büchlein. Anzumerken ist, dass diese Geschichte an Weihnachten spielt, sodass es wirklich ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk ist, beziehungsweise eine schöne Geschichte, die man auch an Weihnachten vorlesen kann, die etwas amüsanter, ein bisschen skurriler, vielleicht auch ein kleines bisschen schwarzhumoriger ist, also etwas Peppiges, etwas Lustiges, aber doch auch irgendwie etwas sehr Schönes. Ich habe mich sehr, sehr, sehr wohl gefühlt mit diesem Buch und ich freue mich sehr darauf, diese Reihe weiter zu verfolgen. Ich kann dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Jungs und Mädels vielleicht ab 10 Jahren können hier mal reinblättern. Es ist ein toller Geschenktipp und ich werde es auf jeden Fall in meinem Bücherregal behalten, denn ich bin echt begeistert von der Reihe. Weiter ging es mit diesem Buch. Da, ihr könnt es schon im Hintergrund sehen die ganze Zeit. Ich hole es mal zu euch herunter. Ich habe begonnen, oder auch, was heißt begonnen, ich habe es verschlungen, Silber, das erste Buch der Träume von Kerstin Gier. Ich glaube, dazu brauche ich gar nicht so viele Worte zu verlieren. Was ich dazu sagen kann, ist, dass ich es sehr geliebt habe. Ich bin ein großer Fan von Kerstin Gier. Ich liebe ihre jugendliche, pfiffige, freche Art zu schreiben. Sie gibt ihren Protagonistinnen immer so einen speziellen Humor, so einen... Die sind richtig frech, aber doch so liebevoll. Man schließt sie sofort ins Herz. Zumindest geht es mir so und auch, ich denke, ganz, ganz, ganz vielen von euch da draußen. Ich habe Silber 1 wirklich sehr geliebt, habe es dennoch bloß, in Anführungsstrichen, mit 4 Sternen bewertet, weil ich das Ende einfach ein bisschen zu übertrieben fand. Diejenigen, die das Buch gelesen haben, können das vielleicht nachvollziehen. Ich fand das so ein bisschen too much. Jetzt im Oktober habe ich übrigens Silber 2 gelesen. Was ich dann davon halte, erzähle ich euch im nächsten Lesemonat. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen und gespannt sein. Trotzdem war es, lasst mich mal sehen, es war mein Lese-Highlight im September. Weiter ging es mit meinem kleinen Sorgenkind im September, denn an diesem Buch habe ich länger gelesen, als eigentlich eingeplant war. Und zwar ist es dieser Schatz. Viele von euch werden jetzt aufschreien und mir den Vogel zeigen. Anka, wieso hast du so lange an diesem Buch gelesen? Ich spreche von Die Vernichteten von Ursula Posnanski. Ich zeige es euch mal ein bisschen dichter. Das ist der dritte Teil und somit der Abschlussband der Illyria-Trilogie. Eine dystopische Trilogie, die sowas von hoch gelobt wird. Und ich kann die positiven Stimmen auch sehr gut verstehen und nachvollziehen. Trotzdem fällt meine Meinung zu dieser Reihe ein kleines bisschen anders aus. Auf der einen Seite bin ich sehr, sehr, sehr angetan von Ursula Posnanskis Art zu schreiben. Ich mag diese ganzen Details, die hier drin stecken. Sie hat so eine wahnsinnig große, umfangreiche Welt erschaffen, die vom kleinsten Detail bis ins große Halligalli da am Ende komplett durchgeplant ist und so authentisch wirkt und so gewaltig, so liebevoll, so echt irgendwie. Auch ihre Figuren fand ich sehr, sehr, sehr toll entworfen. Ich konnte mich besonders in die Hauptfigur, in Ria, sehr hineinversetzen. Aber da ich ein großer Fan von Ursula Posnanski bin und ihre anderen Füller-Jugendbücher gelesen habe, hat mir hier echt so die Spannung gefehlt. Klar, der Hauptfokus wird hier auf die Gefühle, auf die Entwicklung der Figuren gelegt, was ich auch gut finde, aber trotzdem hat mir so ein gewisser Sog der Geschichte gefehlt. Ich musste mich immer antreiben und sagen, hey Anka, lies noch ein bisschen, gleich kommt das große Finale, das große Ende, wahrscheinlich mit einem riesen Feuerwerk und du wirst sowas von aus den Socken kippen, aber dem war dann leider nicht so.
Das Telefon klingelt, wartet mal. So, weiter geht es. Wir waren stehen geblieben bei Die Vernichteten von Ursula Posnansky. Ja, ich gebe der ganzen Trilogie und auch diesem Abschlussband 4 Sterne, denn was da drin steckt, ist schon eine Mordsenergie, eine Mordsarbeit. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr gewaltig und ich finde auch, dass man diese Trilogie lesen sollte. Gerade Fans von Dystopien dürfen diese hier auf gar keinen Fall auslassen. Aber wie gesagt, mir hat der Sog, mir hat die Spannung gefehlt, das Tempo, was sonst in den Posnansky-Büchern so drinsteckt und was mich immer so antreibt, die Bücher von ihr zu lesen, das Gefühl, dieses Gefesseltsein und dieses Atemlose, das war hier für mich überhaupt nicht vorhanden. Trotzdem eine schöne Trilogie, die mich aber doch sehr viel Zeit im September gekostet hat. So, wenn ihr mitgezählt habt, dann wisst ihr, dass wir jetzt zu meinem letzten Septemberbuch kommen. Und zwar ist es dieses hier auch das Buch, habt ihr jetzt schon die ganze Zeit im Hintergrund so ein kleines bisschen sehen können. Die Unwahrscheinlichkeit von Liebe von A.J. Betts. Eine Geschichte, die man in einem Atemzug nennen kann oder die momentan in einem Atemzug genannt wird mit Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Und die Fans von John Green werden hier sicherlich auch auf ihre Kosten kommen. Es geht auch um die Krebsgeschichte, um Jugendliche, die an Krebs erkrankt sind, an verschiedenen Krebsarten. Aber lasst euch gesagt sein, dieses Buch ist komplett anders. Und ich mag jetzt nicht sagen, nein, es hat mir nicht unbedingt besser gefallen als Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Es war halt komplett anders. Ich kann euch sagen, dass ich hier bei diesem Buch zwar auch sehr traurig war, aber ich habe keine Träne vergossen. Es ist ganz anders. Es beinhaltet eine ganz andere Aussage. Es spielt in Australien. Und was mir hier besonders gut dran gefallen hat, war, dass es eben nicht nur wie am Anfang in einem oder in 2 Krankenzimmern spielt im Krankenhaus, sondern dass wir dann irgendwann rausfahren auf die Farm von Zack, Zacks Familie. Er wohnt auf einer Farm. Es kommen Känguru drin vor und ein ganz, ganz wichtiger Fuchs. Ich habe mich total in diese Landschaft und in dieses Setting verliebt, genauso wie in Zack so ein kleines bisschen. Er war so mein Held in dem Buch. Es geht um Zack und Mia. Mia ist ist ein bisschen ein schwieriger Charakter und ich habe viele Rezensionen gelesen, in denen gesagt wird, sie kam mit Mia nicht zurecht. Klar, am Anfang ist sie sehr schwierig, aber das ist ja das Tolle daran, dass man sieht, wie sich dieser Charakter im Laufe des Buches verändern kann. Denn am Ende dieses Buches habe ich sie auch ins Herz geschlossen. Eine ganz klare Leseempfehlung für mich, ein tolles Buch, das ihr gelesen haben solltet und wenn ihr es bereits gelesen habt, dann wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, man kann es nicht mit Das Schicksal ist ein mieser Verräter vergleichen. Oder es sind komplett verschiedene Geschichten, was aber nicht heißt, dass diese irgendwie schlechter oder besser ist. Man soll sie wirklich getrennt voneinander betrachten und lasst euch auf diese Geschichte ein. Verliebt euch mit mir gemeinsam in die Charaktere, in das tolle Setting in Australien und in einen ganz tollen Schreibstil, was mir hier auch echt positiv aufgefallen ist. Denn die Autorin trennt hier ganz klar zwischen den 2 Protagonisten. Es gibt, das Buch ist aufgeteilt in verschiedene Abschnitte. Mal wird aus Zacks Sicht geschrieben, mal aus Mias Sicht. Und so ändert sich dann auch immer gleich der Schreibstil. Mia spricht nämlich ganz anders als der Zack. Sie denkt ganz anders als der Zack. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Schaut es euch gerne an. Die Unwahrscheinlichkeit von Liebe von A.J. Betts. Vor allem auch wieder mit so einer wunderschönen Aufmachung, oder? Ein schönes Buch. So, Freunde, das war mein Lesemonat September. Welche Bücher habt ihr denn so im vergangenen Monat gelesen und verschlungen? Welches war euer Lesemonats-Highlight und welches Buch hat euch so gar nicht gefallen? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, wie euch die Bücher gefallen haben, die ihr jetzt gerade bei mir gesehen habt. Das würde mich sehr freuen, wenn wir uns darüber so ein bisschen austauschen können. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr dem Video eine Bewertung gebt, wenn es euch gut oder wenn es euch auch nicht gefallen hat. Lasst mir auf jeden Fall euer Feedback da. Ich freue mich, von euch zu lesen, freue mich auf das nächste Video mit euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.